Einen schönen guten Morgen, ganz herzlich willkommen bei Sonntags, liebe Zuschauer. Auch wenn es wieder ziemlich kalt geworden ist, übermorgen ist Frühlingsanfang. Und deswegen geht es bei uns auch heute um Neuanfänge in der Natur und im Leben. Was tut sich in der Natur? In einem Volkslied heißt es, im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt. Und deshalb blicken wir als erstes auf die Landwirtschaft. Da hat sich wirklich viel verändert. Ja, auch die Landwirte warten auf den Frühling, aber der lässt sich ja noch ein bisschen bitten. Dabei wird es wirklich Zeit. Einige Singvögel sind schon auf dem Heimflug. Spätestens, wenn die Igel aus ihren Löchern kriechen, dann sollte der Frühling da sein. Ein Frühlingstier ist übrigens auch das Fohlen. Jetzt kommen nämlich die meisten von ihnen zur Welt. Ach Gott, ist das schön. Ja, der Frühlingsbeginn. Anlass für uns, über Anfänge und Neuanfänge im Leben nachzudenken. Denn wie die Natur ist ja auch das Leben im Wandel. Ja, neu anfangen zu müssen im Leben, das kennen viele. Aber wahrscheinlich keiner so gut wie die Menschen im Osten von Deutschland. Sie haben die Wende erlebt. Ein Umbruch, bei dem blühende Landschaften versprochen wurden, aber erstmal ziemlich viel umgepflügt worden ist. Eine Spielzeugfirma wäre dabei fast unter die Räder geraten. Sie stellt Krippenfiguren her und seit kurzem auch Osterhasen. Schicksalshafte Wendungen, Umbrüche. Erleben will man das nicht immer, aber Künstler finden das als Thema spannend. Manche machen sich sogar selbst auf die Suche nach Neuem. Wir haben eine junge Musikerin getroffen, die in Deutschland eigentlich schon eine Größe war, aber trotzdem nicht hier geblieben ist. Ja, so viel von uns zum Thema Neuanfang und Veränderungen. Nächste Woche geht es bei uns um das Thema Schuld. Und wenn es Sie auch aufregt, genauso wie mich, dass immer mehr Rettungskräfte und Polizisten bei ihrer Arbeit behindert und beschimpft werden, dann bleiben Sie jetzt dran. Polizeiseelsorger und Polizisten berichten genau davon. Jetzt im evangelischen Gottesdienst aus Nürnberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss.